dann will man das machen und dann merkt man das, wie man auf einmal, ja, wie Prabhupada schreibt, einfach glücklich ist. Und das ist das, was wir eigentlich suchen. Wir wollen immer glücklich sein, egal in welcher Lebenslage. Und wenn wir das nicht sind, dann sind wir gestört und dann machen wir selber was falsch. Aber wenn wir uns an die großen Lehrer hier halten, wie die sechs Goswamis, wie Srila Prabhupada und allen vorangegangenen Acharyas, die waren immer glücklich. Die waren nicht gestört. Klar waren das auch große Seelen. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Und das sind auch ewige Geweihte. Und, aber wir ja eigentlich auch. Gar nicht so intim vielleicht wie die sechs Goswamis. Aber eigentlich hat jeder von uns eine intime, individuelle Beziehung mit Gott. Und wenn wir die wieder etablieren, dann wird uns Krishna genau das geben, dass wir hier schon glücklich sind. Wenn wir dem aber aus dem Weg gehen und sagen, ich will anders glücklich sein, unabhängig, dann wird es schwierig werden. Und es gibt keine Garantie, dass wir wirklich dieses Glück, wo wir eigentlich wissen, wir werden es nicht finden, weil es zeitweilig ist, wird er uns zwar geben, aber es ist materielles Glück. Und dieses Glück ist leidvoll. Aber wahres Glück, spirituelles Glück, das ist etwas, was du nur auf dieser spirituellen Ebene finden kannst. In Form von Regeln und Regulierungen, die am Anfang hart erscheinen und schwierig erscheinen, aber dann irgendwann das Normalste der Welt sind. Und uns dadurch, wie Prabhupada auch oft gesagt hat, uns wieder zu normalen Menschen macht. Und ein normaler Mensch, ein richtiger Mensch, ist nicht gestört und ist unrein, sondern ist sauber und ist rein und hat Gott im Zentrum. Benutzt seine gottgegebene Intelligenz dafür, dass er Gott erkennt. Und nicht wie heute, dass die Leute sagen, es gibt keinen Gott. Und das ist sehr schade. Und das ist eine Riesenzahl, die sagen, es gibt keinen Gott und ich glaube nicht an Gott. Und die, die gläubig sind, werden auch immer weniger, obwohl es noch viele sind. Aber auch unter den gläubigen Menschen, wer ist wirklich daran interessiert, mit Gott eine Beziehung aufzubauen? Und glaubt nicht nur an Gott, weil er Angst vor ihm hat. Das ist auch so eine Sache. Nein, wir wollen mit Gott eine freundschaftliche Beziehung haben. Oder auf einer anderen Ebene. Aber wir sollen keine Angst vor ihm haben, weil er gibt uns ja alles. Und wir sind selbst daran schuld, wenn er uns bestraft. Aber eigentlich will er uns ja gar nicht bestrafen. Er will, dass wir glücklich sind. Und da gibt es ganz wenige, die wirklich, und da sind die Vaishnavas eigentlich die, das sind wirklich die Menschen, die wirklich glücklich sein können hier auf dieser Erde, weil sie mit Gott eine spezielle Beziehung haben, die du in keiner anderen Religion so tief erfahren kannst. So. Genau. Deswegen lasst uns in diese Fußspuren treten oder den Nachfolgen der großen Acharyas und das hier, wie Prabhupada schreibt, nutzen, dass wir lernen sollen, keine Furcht zu haben. Und speziell vor dem Tod und vor dem Alter. Überhaupt vor dem hingebungsvollen Dienst. Du musst keine Angst davor haben, du musst einfach machen, ausprobieren und merken, ey, mir geht's gut. Wir werden ja immer mehr. Warum? Weil die Leute merken, das ist was Gutes. Das macht Spaß. Und die haben was, was ich nicht habe, also folge ich denen. Und wir folgen Srila Prabhupada, weil wir wissen, der hatte etwas, was wir nicht haben. Weil er eine reine Seele war. Und wenn wir Srila Prabhupada folgen, ist unser Weg perfekt. Das ist unsere Fahrkarte nach Hause. Srila Prabhupada ki jai.